Servus zusammen, bei mir ist draußen heute Schmuddelwetter angesagt. Da habe ich mir aus meinem Garten ein bisschen Natur reingeholt, habe mir altes Holz organisiert, das ist das, worauf ihr gerade liegt oder steht. Und auf diesen beiden Komponenten, also der Natur aus meinem Garten und dem alten Holz, das vor euch liegt, möchte ich ein paar alte, aber schöne Dinge arrangieren und gemeinsam mit euch fotografieren. Bleibt dran, es würde mich sehr freuen. Ja Leute, und was ihr jetzt hier sehen könnt, ist sozusagen die erste Idee, die ich jetzt umsetzen möchte. Ich habe mir vorgenommen, mich heute mit meinen alten Büchern zu beschäftigen. Ich habe früher ein bisschen alte Bücher gesammelt. Einige alte Bücher sind auch aus den Beständen meiner Frau, ihrer Eltern, ihrer Großeltern, ihrer Urgroßeltern. Also durchaus sehr, sehr alte Bücher. Das hier ist ziemlich alt. Und ich möchte eben jetzt diese Bücher auf diesem alten Brett, das ich am Dachboden bei mir ausgegraben habe, gemeinsam mit der Uhr stimmungsvoll ablichten. Dabei werde ich auch ein bisschen mit den Blitzen herum experimentieren. Und jetzt ist es relativ hell. Das hat einfach den Grund, dass ich natürlich Filme und dazu Licht brauche. Für die Bilder werde ich es dann allerdings dunkler machen, da ich das Licht gezielt eben auf diesen Bereich hier steuern möchte und den Hintergrund ziemlich im Dunkeln verschwinden lassen möchte. Sollte der Hintergrund, der ja hier sehr weiß ist, das ist eben, weil die Wand weiß ist, sollte es mir nicht gelingen, diesen Hintergrund wirklich zu verschwinden, also verschwinden zu lassen oder in der Dunkelheit absaufen zu lassen, dann werde ich den Tisch, auf den ich das alles arrangiert habe, noch vor einen dunkleren Hintergrund platzieren. Ich habe hier drinnen auch so alte Kästen, die ebenfalls sehr dunkel sind, also dunkelbraun, und dann müsste das schon gelingen. Aber jetzt möchte ich es versuchen und ja, mal sehen. Legen wir einfach los und experimentieren wir ein bisschen. Das ist ja das Schöne an so schmuddeligen Wetternachmittagen wie diesen. Wie gehe ich nun bei Fotografie von solchen Arrangements vor? Nun, zunächst einmal experimentiere ich mit meinem Bildaufbau. Das heißt, ich gehe mit der Kamera, mit der ich jetzt gerade filme, also die Nikon D750, mit der bewege ich mich mal frei im Raum herum, schalte dazu meistens auch Live View ein, weil ich im Live View einfach gleich einen besseren Eindruck bekomme, wie das Bild aussieht. Das hat meines Erachtens damit zu tun, dass ich im Live View mit beiden Augen auf das Vorschlagsbild, also auf das Bild, schaue auf das Fertige, und wenn ich nicht im Live-View bin, also wenn ich durch meinen optischen Sucher blicke, dann schaue ich natürlich nur mit einem Auge und habe dadurch nicht dieses dreidimensionale räumliche Sehen. Daher ein Tipp an dieser Stelle, versucht durchaus mit dem Live-View eure Bildkomposition zu finden und auch da wieder kleine Bewegungen, kleine Veränderungen eurer Position können eine Riesenwirkung auf das Bild haben. So. Was ihr jetzt hier seht, ist eben im Hintergrund dieses Naturarrangement, nenne ich es mal. Und im Vordergrund eben mein Buch, wobei ich hier noch das Problem habe, da muss ich mir noch was überlegen. Ich hätte gerne, dass die Seiten hier unten bleiben. Ja? Und ja, muss ich mir noch was überlegen. Entweder ich werde es hier dann mit irgendwas ganz leicht beschweren, was ich dann im Nachhinein relativ leicht aus dem Bild rausretuschieren kann. Oder mir fällt noch etwas anderes ein. Auf jeden Fall soll so in etwa der erste Bildaufbau sein. Es kann natürlich sein, dass ich dann hier ein bisschen herumspiele, dass ich mehr von den Bildern im Hintergrund drauf bekomme. Kann sein, dass ich noch ein bisschen tiefer runtergehe. Und ja, es hält mich ja nichts auf. Ich kann ja mehrere Bilder probieren. Auf jeden Fall wird es ganz, ganz wichtig werden, wie ich das Licht setze. So Leute, entschuldigt bitte die Unordnung hier, aber ich habe jetzt hier ziemlich viel herumexperimentiert und denke, dass ich jetzt meinen ersten Bildaufbau und auch mein Lichtset euch präsentieren kann. Also ich habe euch ja schon vorhin gezeigt, ich habe jetzt hier so eine Art Bücherkomposition.
hier dieses alte wunderschöne Buch und eben die alte Taschenuhr hier reingebastelt. Was ich jetzt gemacht habe ist, ich habe die Belichtung ohne Blitz so eingestellt, dass ich bei ungefähr einer 160stel Sekunde ein generell schwarzes Bild erhalte. Das Licht im Foto mache ich dann ausschließlich mit dem Blitz. Ich habe hier zwei Blitze von Yongnuo, hier einen, der gibt mir sozusagen das Hauptlicht von oben auf diese Bücher, die streift er nur ein bisschen, und auf das Buch hier und auf die Uhr eben. Und dann könnt ihr hier hinten noch, da habe ich noch einen Blitz positioniert, der gibt mir sozusagen von hinten hier so ein Streiflicht über meine, ja, über mein Blütenarrangement. Okay, und da ich ja mit einer 160stel Sekunde fotografiere, bei möglichst geschlossener Blende, ist es auch nicht notwendig, dass ich ein Stativ verwende, denn ich habe mein 60mm Makroobjektiv an die Kamera geschnallt. Und ich habe das jetzt schon probiert und werde jetzt noch ein paar Bilder machen. Und das Gute ist, wenn ich aus der freien Hand fotografiere, dass ich eben sehr, sehr beweglich bin mit der Kamera. Und das will ich euch jetzt einfach mal zeigen. So, wieder zurück. Also, ich habe hier meine Kamera und also für alle, die Einsteiger sind im Fotografieren, diese Yongnuo Blitze kosten eigentlich nicht wirklich viel. Es gibt auch einen sehr, sehr günstigen Fernauslöser, da kann ich die Blitze sogar hier steuern, was die Belichtung betrifft. Und jetzt habe ich schon alles ein bisschen voreingestellt. Bei dem Hauptblitz hier bin ich auf einer Achtelleistung und beim Streiflicht auf einer 32. Ja, jetzt geht's ans Fotografieren. Wie man hier jetzt recht gut sehen kann, habe ich jetzt noch einen Zinnbecher mit ins Spiel gebracht und der soll mir jetzt quasi noch ein zusätzliches Element für mein Stillleben hier liefern. Vom Bildaufbau denke ich, ist sehr gut zu erkennen, dass ich hier links, wenn man hier so links sieht, diese Blüten hier, ja, also die hier, wir haben hier unsere Blüten aus dem Garten, den Zinnbecher, der schmiegt sich wunderbar ein. Also der wird hier schön umrandet von diesen Blüten und von dem Grün. Hier habe ich mein Buch, da hinten den Bücherstapel mit den alten Büchern und hier noch die Uhr. Die muss ich noch ein bisschen höher hängen, damit man die im Bild dann auch schön sieht. Ja, das wird jetzt meine zweite Komposition und werde ich hier noch ein paar Bilder machen. Die meisten Bilder bisher sind mit 60mm mit dem Makroobjektiv entstanden. Werde jetzt mal sehen, ob ich hier nicht dann eher mit 85 oder sogar mit 135mm arbeite. Blende ich euch aber auf jeden Fall ein. Ich habe mich jetzt noch kurzerhand in mein mittelalterliches Gewand, ich habe mir so eine, ja, weiß ich nicht, so ein mittelalterliches Hemd vor kurzem gekauft. Sehr, sehr weit, sehr, sehr angenehm, möchte ich mal bei irgendeinem Ritterfest anziehen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das passt besser zu diesem Vordergrund dazu, als wie mein rotes T-Shirt, das ich zuvor anhatte. Ja, die fertigen Bilder, die ich
jetzt noch gemacht habe, blende ich euch im Anschluss ein. Und ich möchte mich aber an dieser Stelle schon von euch verabschieden. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder reingesehen habt. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Das würde mich sehr freuen. Abonniert meinen Kanal. Das würde mich sehr ehren. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Ciao.